Hier ist wieder der Testmittel von YouTube und heute stelle ich euch mal ein paar Ultra Agents Minifiguren vor und wo es sie zu kaufen gibt, das zeige ich euch jetzt mal erst. Die Figuren könnt ihr auf AliExpress bestellen, ist aus China. Gebt einfach mal in der Suche Ultra Agenten ein und dann klickt ihr auf nur ein Stück. Dann bekommt ihr diverse Figuren angezeigt. Könnt ihr euch aussuchen, wollt ihr mit Originalbox oder ohne? Ich mache immer ohne, weil dann sind die viel günstiger. Die kosten zum Beispiel jetzt nur 7,87 Euro und das sind 8 Figuren. Also ihr bezahlt für eine Figur weniger als 1 Euro und die sehen wirklich klasse aus, wie ihr nachher im Video dann sehen werdet. Beachtet aber noch, ihr müsst eine Kreditkarte haben und die Bestellung sollte immer unter 22 Euro wegen dem Zoll sein. Die Minifiguren werde ich demnächst auch noch zeigen. Hier hätten wir einmal ein Set Fluch der Karibik. Und hier mal in der nahen Sicht, also die sind schon richtig schön gemacht, die Figuren. Ich hatte eigentlich bis jetzt nur zwei Sets, die nicht so pralle waren. Das war einmal SpongeBob und dann ja das Minecraft. Aber ansonsten sind die Figuren eigentlich immer alle top. Und ihr müsst ja auch immer auf den Preis schauen. Wo gibt es denn sowas in Deutschland zu kaufen? Nirgends. Eine Figur für unter 1 Euro. Dann The Walking Dead, die finde ich besonders cool, die Figuren. Die gibt es nämlich nur als Lego Custom auf eBay zu kaufen und da kosten schon mal 3 Figuren um die 25 Euro. Und hier kriegt man sie wieder für 8 Euro nachgeschmissen. Von den The Walking Dead gibt es auch verschiedene Sets. Für 8 Euro bekommt man auch 8 verschiedene Herr der Ringe Figuren. Haben mir auch relativ gut gefallen. Werde ich demnächst dann noch ordern. Hier sieht man so ein bisschen, was so an Zubehör immer dabei ist. Und vom Druck her finde ich die auch gar nicht mal so verkehrt. Hier noch ein weiteres Set, kostet um die 9 Euro. 4 Reittiere plus 4 Figuren. Hier haben wir noch die Ghostbusters. Die kommen demnächst auch. Und dann zeige ich natürlich noch Clash of Clans Figuren. Die fand ich nämlich auch ziemlich spitze. Und was natürlich überhaupt nicht fehlen darf, sind diese schicken Ninjago Figuren. Die kosten auch so um die 10 Euro.
Bei jeder Figur ist ja noch so ein kleiner Ständer immer mit dabei. Mit so ein bisschen Zubehör. Und das Ganze schaut dann so aus. Das habe ich euch die Ultra-Agenten auch mal kurz vorgestellt. Tolle Figuren zum kleinen Preis. Und wer Interesse daran hat, der Link dazu im Textfeld unter dem Video. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Da sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video. Wer auch noch richtig günstige Minifiguren sucht, die sind alle hier aus China, kosten so um 90 Cent bis 1 Euro das Stück. Der kann auch mal auf meinen Kanal der Testmischel gehen. Und dort habe ich eine extra Playlist nur mit Lego und Lego-kompatiblen Produkten, ja, erstellt. Die Playlist ist relativ einfach zu finden. Geht einfach mal auf meinen Kanal, scrollt ein bisschen runter und als zweites seht ihr die Playlist mit der Bezeichnung Lego Minifiguren. Und da könnt ihr euch die ganzen Videos dann alle anschauen.